Ja, hallo und herzlich willkommen zum Halloween Horror Festival 2018. Willkommen hier im Moviepark Germany. Mein Name ist Manuel Brosotowitz. Ich bin Projektleiter für das Halloween Horror Festival. Das heißt jetzt nicht mehr Halloween Horror Fest, sondern Halloween Horror Festival. 20 Jahre, wir feiern Jubiläum. Es hat sich eine ganze Menge geändert. Und zwar haben wir wirklich jetzt zum allerersten Mal eine richtige Struktur, eine Storyline. Alles greift ineinander von den Themen her. Die Horrorwood Studios sind das Dach des Halloween Horror Festivals und alles gruppiert sich unter dem Dach. Es gibt den Horrorwood Boulevard, es gibt Acid Rain, es gibt eine Festival Area. Es gibt einen neuen Themenbereich, 4Pier, also dieses Jahr gibt es unglaublich viel und unglaublich viele neue Sachen, die wir unseren Gästen präsentieren. Es gibt ja eine neue Maze und die hat eine Besonderheit und zwar die ist in einer alten Wildwasserbahn oder besser gesagt Wasserfahrt. Und wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Ist ja echt eine coole Sache. Wir haben natürlich das Glück, dass wir natürlich eine alte Attraktion zur Verfügung hatten, die aktuell nicht genutzt wird. Und dann haben wir uns überlegt, dass es natürlich schade ist, das den Gästen vorenthalten. Und deshalb haben wir beschlossen, eine Horror Maze in diese alte Wildwasserbahn zu bauen und unseren Gästen somit ein ganz einzigartiges Erlebnis bieten zu können. Auf 3.500 Quadratmeter Grundfläche, über 200 Meter Walkway durch den einmaligen Kanal des Ice Age Adventures. Wir haben ja immer Ideen in der Schublade für neue Horrorhäuser und dann gucken wir mal, welche Ideen matchen mit der Infrastruktur des Parks, mit den Gebäuden, die wir zur Verfügung haben. Und somit ist die Idee eigentlich ganz schnell geboren worden, dass wir die Lizenz Wrong Turn mit dem ehemaligen Ice Age Adventure verbinden können und dann haben wir das Konzept weiter ausgearbeitet. Das Thema ist ja ein Film, oder? Genau, es ist der erste Teil einer Filmreihe und eigentlich ein sehr bekannter Horror-Movie, sehr bekannt, sehr beliebt und deshalb haben wir uns entschlossen, den als Lizenz in den Park zu holen. Weil als Moviepark ist es natürlich wichtig, dass wir unserer DNA treu bleiben und immer wieder unseren Gästen neue Filmlizenzen präsentieren. Also ich denke, wir haben dieses Jahr die Messlatte im Vergleich zu den Vorjahren schon extrem hochgelegt und man merkt schon, dass man jetzt natürlich auch so ein bisschen an die Ressourcen stößt, was Besucherzahlen angeht und was auch natürlich die Ausbreitung innerhalb des Parks angeht. Wir haben noch unglaublich viele Ideen, die wir umsetzen wollen. Also ich kann versprechen, dass wir auf jeden Fall mit dem ganzen Kreativteam, was wir hier bei uns im Park haben, Halloween noch deutlich weiterentwickeln werden und uns wirklich, wir haben also so viel, das können wir gar nicht alles umsetzen, aber es wird weitergehen und wir werden ganz viele tolle Ideen auch in den nächsten Jahren realisieren hier im Park. Wir haben natürlich den Horrorwood Boulevard, wir haben die neue Scarezone Acid Rain, Dead West, nach wie vor sehr beliebt bei unseren Gästen, das haben wir beibehalten. Und dann gibt es noch neu dieses Jahr den 4Pier mit Feuerschlucken und mit Clowns und mit richtiger creepy Zirkusatmosphäre. Wir haben uns natürlich so ein bisschen auch zur Hauptaufgabe gemacht, dass wir unsere Themenbereiche bzw. die Scare Zones an Halloween ganz klar abgrenzen und auch die Themenbereiche besser gegliedert werden. Und deshalb haben wir halt überall diese Tore gebaut, vorne am Horrorwood Boulevard und hier, um dann den Themenbereich Acid Rain auch deutlich abzugrenzen. Das gehört mit zum Konzept und wird auch von den Gästen sehr gut angenommen. So, dann vielen Dank für das nette Interview und jetzt wollen wir was sehen. Dann wünsche ich ganz viel Spaß. Happy Halloween. Thank you.
Personen, die an Klaustrophobie leiden. Personen, die an Epilepsie leiden. Personen, die absolut Dunkelheit fürchten. Personen mit Herzbeschwerden. Personen mit sensibler Psyche. Personen mit einer erhöhten Virussensibilität. Personen, die auf laute Geräusche sensibel reagieren. Ja, und ho, ho, ho! Wo wollt ihr denn hin? Habt ihr euch verirrt? Oder seid ihr Pfadfinder? Ja, das klären wir jetzt mal. Rick! Hier ist Bob Fischer. Ich habe hier so ein paar Spaßvögel stehen. Hast du die vorbeigeschickt? Touristen mit einer Autobahn. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mitten in der Nacht gibt es natürlich keine Ersatzteile mehr. Ihr müsst die Nacht hier verbringen. Die Straße weiter hoch für unsere Mountain Lodges. Vielleicht habt ihr Glück und ihr habt noch ein Zimmer frei. Aber zuerst gibt es mal ein paar Infos von meinem Chef. Mein Name ist Scott Johnson und ich bin der Arbeiter. Wie Sie sicherlich gehört haben, passieren hier sehr mysteriöse Todesfälle. Werkstatt, Touristen, alle tot. Aber wir haben neue Sicherheitsvorkehrungen bekommen. Solarbetriebene Sicherheitslampen für Sie. Ich muss dazu sagen, die Lampen befinden sich in der Testphase. Daher ist Folgendes zu beachten. Nur ein Gast pro Gruppe erhält eine Lampe. Wählen Sie also jetzt einen Gruppenleiter. Aufgrund nicht ausreichender Solarlampen kommt es vereinzelt zu Flackern oder zu Ausfällen. Bitte lassen Sie die Lampe niemals fallen oder irgendwo stehen und behandeln diese sorgfältig. Die Lampe muss beim Verlassen des Nationalparks von Ranger abgegeben werden. Im Namen des US-Nationalparkservice bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun bitte ich Sie, sich zu Ihren Lodges zu begeben. Denn das ist nicht mehr sicher. Das ist natürlich. Beeilen Sie sich. Los, bitte.
Sie doch mal wieder in den Urlaub. Nur heute zahlen wir Ihnen zum Beispiel für Ihren Arm das Doppelte. Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben.
Herzlich willkommen in Despotin in der Horror Show. Yeah.
bisschen Angst. Hab ich.
Lauf! Okay, war das gut? Ich hau ab. Tschüss. Thank you.
Der Lachen der Frohe verdienen. Lachen der Frohe verdienen. Darstellung und Schockeffekten nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, Personen, die an Klaustrophobie leiden, Personen, die an Epilepsie leiden, Personen, die absolute Gewalt fürchten, Personen mit Herzbeschwerden, Personen mit sensibler Psyche, Personen mit einer erhöhten Geruchssensibilität, Personen, die auf laute Geräusche sensibel reagieren, Personen, die in geschlossenen Räumen zu Panik neigen, Schwangere und Asthmatiker. Wir übernehmen keine Haftung für lose und verlorene Gegenstände. Richtig! Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie nass werden und unsere Mitarbeiter Sie anfassen und einsperren können. Die gesamte Attraktion ist zu Ihrer Sicherheit videoüberwacht. Ihr habt so richtig verstanden. Ihr werdet angetatscht. Ihr werdet richtig nass und eingesperrt. Wer ein Problem hat, verpisst sich. Alle anderen viel Spaß. Durchlaufen jetzt! Yeah.